Du baust dein Thema auf, es bricht zusammen. Du baust es wieder auf, es bricht schon wieder zusammen. Du baust es wieder auf, es bricht schon wieder zusammen. Wenn dir sowas bekannt vorkommt und du wissen willst, warum dich dein Team ständig verlässt, dann schau dir das Video hier an. Viel Spaß! In dem Video gehen wir wirklich mal auf die Punkte drauf ein, warum dein Team dich ständig verlässt, falls es so ist, und vor allem, wie du das Ganze verändern kannst. Als erstes vorab mal gesagt, eine gewisse Fluktuation ist völlig normal. Egal wo, egal in welchem Unternehmen, ob du im Vertrieb bist oder in einem ganz klassischen Unternehmen oder im Network Marketing, ist irrelevant. Gerade auch im Door-to-Door, es ist eine Tätigkeit, wo viele mit der Ablehnung nicht langfristig klarkommen und auch aufgrund dessen, dass sie jeden Tag gezwungen sind, EPAs zu machen, also wirklich die einkommensproduzierenden Aktivitäten an der Tür zu klingeln, und das immer die schwierigsten Aktivitäten sind, weil sie auch die meisten Ergebnisse bringen, sie das einfach langfristig nicht wirklich durchhalten können und wollen und manche sich auch einfach in eine andere Richtung dann entwickeln wollen. Ja? Also sagen, sie wollen keinen Vertrieb mehr machen oder sie wollten es nur mal machen, um ein paar Dinge einfach zu lernen. So, das ist vollkommen normal. Aber wenn du gefühlt jeden Monat dein Team neu aufbauen musst, wenn deine Mitarbeiter schlechte Leistungen bringen, wenn die sich untereinander schlecht über dich unterhalten, wenn sie dich regelmäßig verlassen, wenn du ständig den Leuten hinterherrennen musst, wenn das Commitment nicht wirklich da ist, wenn du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der wirklich arbeitet, dann liegt es 100% an dir. Also 100%. Und die Einsicht erstmal zu bekommen, ist mit die schwierigste. Ja, dass du verantwortlich dafür bist, was in deiner Herde sozusagen einfach passiert. Stell dich vor, du bist der Hirte und du hast jetzt einfach eine Schafsherde und du musst dich um die Schafe kümmern. Du wirst dich auch als Hirte wundern, wenn jeden Tag die Hälfte deiner Herde wegrennt und du irgendwo am Straßenrand neue Schafe auffischen musst und in deine Herde wieder zusammen mit dazu packst und einen Tag später sind die auch schon wieder weg. Irgendwann musst du realisieren, dass du der Hirte bist, du es in der Hand hast, du den Stab in der Hand hältst und du auch verantwortlich für deine Mitarbeiter bist. Ja? Und deine Führungsleistung ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie lange sie auch bleiben. Also alles steht und fällt mit Führung. So, der erste Punkt, warum das passieren kann, ist, du stellst die falschen Menschentypen ein. Ja? Nehmen wir mal an, also es ist ja ein Door-to-Door-Kanal. Du hast ein Door-to-Door-Team und du stellst ausschließlich Wale ein für dein Team. Also Menschen, die immer nur sich die Frage stellen, wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich anderen ein gutes Gefühl geben? Die selber geringe Ziele vielleicht auch haben, die nicht wirklich Handlungstypen sind, die eher so Community-Menschen sind, die ein ganz großes Problem mit Ablehnung haben. Wenn du Menschen einstellst mit geringem Selbstbewusstsein, die sich selbst nicht wirklich lieben, wie sollen die denn mit der Ablehnung an der Tür klarkommen? Ja? Wenn du Menschen hast, die keinen wirklichen Hunger haben, wenn du Menschen einstellst, die nicht wirklich coachbar sind, nicht coachable sind, die glauben, sie wüssten alles besser, wenn du Menschen ohne Charakter einstellst, wenn du Menschen einstellst, die nur wegen dem Geld kommen, die gehen auch genauso schnell wieder wegen dem Geld. Wenn du nur rekrutierst mit, hier kriegst du 10 Euro mehr, ja, hier gibt es 10 Euro mehr Provision, ja, was passiert denn? Wenn ein anderer 2 Euro mehr bietet, sind die wieder weg, sind die wieder beim dem, ist doch logisch, du hast die doch so auch bekommen. Ja, wenn du die so wirbst, dann kriegst du auch die Leute, die genau das wollen, nämlich mehr Provision, und die, die mehr Provision wollen, wollen mehr Provision. Und deswegen holen die sich auch mehr Provision und gehen dann halt für 5 Euro auch wieder woanders hin. Ja? Also es hängt schon mit der Art und Weise der Menschen ab, die du rekrutierst. Wenn du die falschen Menschen wirklich rekrutierst und du entscheidest ja, wen du rekrutierst, dann ist es klar, dass die bald auch wieder weg sind. Ja? Mach dir eine Liste und schreib dir die Punkte auf, die du von guten Mitarbeitern erwartest. Die Punkte, die du dir von guten Mitarbeitern erhoffst und wünschst. Und das führt mich zum nächsten Punkt, wenn du diese Liste geschrieben hast, und da steht zum Beispiel drauf, diszipliniert, loyal, ehrlich, schreibt immer über 100 Verträge monatlich, hat ein kompetentes und freundliches Auftreten mit dem Kunden, dann musst du erstmal dich spiegeln und fragen, machst du das eigentlich? Machst du das?
Wenn du von denen irgendwas erwartest, was du nie gemacht hast, dann bist du ein Dilettant. Dann bist du jemand, der den Scheiße erzählt. Jemand, der was erwartet, was er selber nicht erfüllen kann. Dann bist du eine scheiß Führungskraft. Dann wurdest du vielleicht in eine Führungsrolle gesetzt, aber keiner würde dir ein zweites Mal in der freien Marktwirtschaft folgen, wenn er nicht in der Unternehmenskonstellation wäre wie jetzt, wo er auf dich hören muss, weil er sonst seinen Job verliert oder vor dem Chef schlecht dasteht. Oder wenn du sogar der Chef bist, noch schlimmer. Du kannst nur Sachen erwarten, die du selber vormachst. Wenn du das nicht umsetzt, dann bist du eine scheiß Führungskraft. Und dann hast du es auch nicht verdient, in deiner Position zu sein. Wenn du deine Führungsaufgaben nicht erfüllst, wer leidet? Du oder deine Herde? Deine Herde. Und deine Herde ist die, die nichts dran ändern können, außer das Boot zu verlassen. Denn ist ja klar, warum die gehen, oder? Ist hart gesagt, vielleicht trifft es dich auch gerade. Aber das ist die Realität. Du musst erstmal vormachen, was du erwartest. Du musst erstmal zu dem werden, der in der Lage ist, ein Team zu führen. Wenn du mal 20, 30 Aufträge popelig in einem Monat damit Anstrengung rausprügelst, das ist nichts, nichts. Du solltest jetzt nicht ein Team aufbauen. Du kannst dein Team gar nicht richtig unterstützen. Du kannst ihnen gar nicht beibringen, worauf es ankommt. Du kannst ihnen gar nicht vormachen, worauf es ankommt. Nichts. Du willst sie nur rekrutieren, um an denen Geld zu verdienen. Aber zwischen dem Geführten und dem Führenden ist eine wechselseitige Beziehung vorhanden. Der Geführte nimmt von dem Führenden wertvolle Informationen, Mentorship, Rat in harten Zeiten und so weiter und so fort. Und der Führende bekommt dafür eine Umsatzbeteiligung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, was auch immer er sich davon erwünscht. Wenn aber das Ganze nur einseitig ist, ja, zum Beispiel die Führungskraft nimmt nur und der Geführte gibt nur und kriegt gar keine Gegenleistung, dann geht der Geführte halt früher oder später. Es liegt doch auf der Hand, und deswegen kannst du auch nicht eine Führungskraft sein, wenn du selber noch gar nichts richtig geschissen bekommen hast. Also mach erstmal die Basics, mach erstmal die Sachen, um dahin zu kommen, an den Punkt zu kommen, dass du Ergebnisse hast, die außergewöhnlich sind, dass andere zu dir sagen, Alter, ich will werden wie du, zeig mir das, bring mir das bei. Dann bist du eine Führungskraft, die verdient hat, in ihrer Position zu sein, aber nicht andersrum. Ja? So. Das ist der Punkt, wenn du ein schlechter Leader einfach bist, dann klar gehen die Leute. So, der nächste Punkt ist, wenn du zu wenig Wachstum hast. Nehmen wir mal an, du baust jetzt dein Team neu auf und du holst dir einen Mitarbeiter rein, der jetzt mit dir an der Tür laufen soll. Na, glaubst du, dem wird bald langweilig? Natürlich. Da ist ja gar keine Dynamik da, da sind ja gar keine anderen Leute da, da entsteht ja gar kein Wettbewerb untereinander, da entsteht gar kein Teamgefühl, keine Community, kein Privates. Da entsteht kein, okay, wow, du hast so viel geschafft, dann will ich auch so viel schaffen. Kein sich gegenseitig inspirieren. Alles entsteht da nicht. Ja? Wenn du zu wenig Wachstum lieferst, können die Leute dir auch einfach schnell wieder davonlaufen. So, der nächste Punkt ist, wenn du einen faulen Apfel im Team hast, wenn dein größter Verbündeter vielleicht heimlich dein größter Feind ist. Ja, das ist gar nicht so weit entfernt, habe ich sehr oft selber schon erlebt. Wie oft wurden wir betrogen und hintergangen von Menschen, die so getan haben, als ob sie unsere Freunde wären. Menschen, die wir bei uns zu Hause haben wohnen lassen. Menschen, denen wir Essen gegeben haben, Kleidung gegeben haben, denen wir die Handyrechnung bezahlt haben, denen wir deren Zigaretten bezahlt haben. Alles, die nur auf die erste Gelegenheit gewartet haben, wo wir mal im Urlaub sind und währenddessen unser ganzes Team negativ infiltrieren will. Und wenn du vorher nicht eine exzellente Führungskraft warst und exzellente Beziehungen zu deinen Mitarbeitern hast, dann ist das der Tag, wo alles fällt. Wenn der faule Apfel alle negativ beeinflusst und du den vorher noch nicht mal identifiziert hast. Ja? Faule Äpfel müssen raus. Was passiert mit einem faulen Apfel, wenn du ihn in einen Korb von Äpfeln legst, die frisch sind? Nach einer Stunde nichts? Nach einem Tag nichts?
Nach 2 Tagen wird der erste andere Apfel braun. Nur an einer Stelle. Nach dem 3. Tag schon ein bisschen mehr. Und dann an dem 4. und 5. Tag sind schon die nächsten Äpfel infiziert. Und spätestens nach 2 Wochen sind alle Äpfel faul. Ja? So ist es in einem Unternehmen. Wenn du faule Äpfel drin hast, die schlecht über dich reden, die Negatives verbreiten, die nicht dein Wohlwollen wollen, egal wie sehr du dich bemühst, du kannst solche Leute haben, das liegt auch wieder im Rekrutierungsprozess und so weiter, dann wirst du Probleme bekommen. Ja? Und dementsprechend schau, wen du ins Team holst und wen du auch im Team behältst. Mach ganz, ganz harte Auswahlkriterien. Wir machen ganz harte Auswahlkriterien. Die Leute bewerben sich zum Beispiel auf eine Jobanzeige, müssen dann erstmal sich im ersten Telefongespräch beweisen. Dann müssen sie vorbeikommen, aber da scheitert es ja schon bei den meisten. Wir haben spaßeshalber gesagt, wir können kaum noch Leute rekrutieren, weil gefühlt deren ganze Familie immer einen Tag vorher stirbt und alle krank werden. Ja? Ist auch ein Punkt, dass viele Leute, weil sie nicht mal bereit sind, irgendwo in ein Büro zu fahren zum Bewerbungsgespräch, sagen sie lieber ab und sagen, sie sind krank oder der ist gestorben oder was auch immer, ist crazy. Auf jeden Fall müssen sie sich im Bewerbungsgespräch beweisen. Dann müssen sie sich vor dem Team beweisen. Das Team macht eine Abstimmung, ob sie dabei sein dürfen. Dann müssen sie einen Probetag machen. Wenn der gut verläuft, dürfen sie eine Probewoche machen, also wie ein Praktikum. Und erst wenn das Praktikum gut verläuft und sie sich wirklich angestrengt haben, sie Hunger, Ehrgeiz, Charakter, Disziplin, alles was dazugehört hat, gezeigt haben, dann stellen wir sie ein und dann haben sie mindestens 6 Monate Probezeit. Umso härter der Rekrutierungs- und Bewerbungsprozess ist, desto mehr wissen es deine Mitarbeiter wertzuschätzen, dass sie bei dir arbeiten dürfen. Wenn du aber jeden so, die rufen dich an und so, ja, wir suchen Mitarbeiter, boah, du machst einen richtig guten Eindruck, klasse, hammermäßig, die Probewoche, die sparen wir uns bei dir, ja, dann nehmen die das nicht wirklich ernst, ja, und deswegen denken die auch, ja, wenn ich halt mal jetzt hier nicht so Gas gebe, ist ja nicht so schlimm, die wollen ja jeden haben, selbst wenn ich rausfliege, dann nehmen die mich auch schon zurück. So sehr, wie die mich gebraucht haben, können die sich gar nicht leisten, mich zu verlieren. Ihr versteht, denke ich mal, den Punkt. Ja? So, der nächste Punkt ist, wenn du unethisch verkaufen schulst, also wenn du eine Art und Weise des Verkaufens schulst, die einfach nicht im Wohle des Kunden ist und du einfach viele Menschen damit abschreckst, ja? Damit ziehst du sowieso nur die an, die wirklich nur krass geldfixiert sind. Das sind auch nicht die richtigen unbedingt, meiner Auffassung nach, also nicht für unser Unternehmen, je nachdem, was du für Werte vertrittst. Ja? Das liegt vollkommen bei dir. Aber am Ende des Tages musst du denen auch beibringen können, wie sie ethisch verkaufen. Und dann fühlen sich Mitarbeiter wirklich langfristig wohl, gehen mit einem guten Gewissen ins Bett. Es geht nicht immer nur ums Geld, es geht auch vor allem ums Gefühl. So, der nächste Punkt dahinter ist, wenn die Mitarbeiter zu wenig Geld bei dir verdienen. Ja? Wenn bei dir kein Mitarbeiter im Door-to-Door-Bereich mindestens mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro verdient, Wenn du keinen hast, der nicht mindestens so viel verdient, das ist, im Vertrieb gibt es zu viele Möglichkeiten. Gute Vertriebler finden immer Arbeit, besonders in Krisen. Gerade da wollen Unternehmen gute Verkäufer haben, die Produkte nach wie vor an den Mann bringen können. Gerade da ist gutes Verkaufen gefragt. Wenn du schlechtes Einkommen liefern kannst, weil du es selber nicht vormachen kannst, weil du selber gar nicht weißt, was du schulst, wovon du redest, dann verlassen dich Mitarbeiter. Ja, und der letzte Punkt, den ich dir da diesbezüglich nochmal mitgeben kann. Wenn dir Empathie fehlt zu deinen Mitarbeitern, also wenn du dich gar nicht für die interessierst, sondern nur für dein Geld interessierst, also das Geld, was sie dir bringen, wenn du zu Hause sitzt und denkst, der Idiot, ja, der Idiot, was macht der eigentlich? Der kann sich mal gefälligst mehr anstrengen, der kann dies und das mehr machen, ist der dumm, dass er das so und so macht, ja? Erstens, wenn du so denkst, liegt es in der Regel immer daran, dass du selber nicht genug Umsatz machst und dementsprechend dich darüber aufregst, dass der Umsatz nicht ausreichend ist und das dann auf deine Mitarbeiter projizierst. Ja, aber wenn du selber so viel Eigenumsatz machst, dass es dir egal ist, was ein einzelner anderer macht, oder b, so ein stabiles und großes Team aufgebaut hast, dass du von sämtlichen Overheads ausreichend leben kannst und diese Overheads aber auch fair sind im Vergleich zu dem, was der Mitarbeiter bekommt, dann regt es dich nicht so auf, wenn man einzelner so und so ist. Das regt dich nur auf, wenn es dir spiegelt, dass du selber nicht kompetent bist und selber den Work-Ethic nicht reinpackst. Ja? Dann piekst es dich so richtig. Ja? Aber wenn du dich wirklich auch nicht ernsthaft für die interessierst,
dann merken das die Mitarbeiter, dann spüren das die Mitarbeiter und vielleicht nicht am Tag 1, aber nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten merkt das jeder und dann verlassen sie dich. Und selbst wenn du es so gut verschleiern kannst, dass es die Menschen, die psychologisch nicht wirklich gut ausgebildet sind, es nicht in Worte fassen können, sondern nur dieses Gefühl in sich tragen, aber das nicht deuten können, selbst dann werden sie dich verlassen. Ja? Und dann tendieren schlechte Führungskräfte dazu, mit Angst zu führen, also ganz, ganz massiv den Mitarbeitern Angst zu machen mit, hey, guck mal, was auf dem Markt abbildet, guck mal, der gegangen ist, was mit dem passiert ist und so weiter und so fort. Also so eine niedere Form der Führung, wenn du selber die anderen Führungsarten nicht kennst, nicht beherrschst, dann tendierst du in der Regel einfach immer dazu und auch dann werden dich Mitarbeiter verlassen. Ja? Es gibt noch viele andere Gründe, warum es dazu kommen kann, dass dein Team immer wieder zusammenbricht, aber das sind so die gängigsten, das sind die wichtigsten. Und wenn du an denen arbeitest, wirst du definitiv ein stabileres Team tatsächlich zusammenstellen und in der Lage sein, dauerhaft davon zu profitieren. Also, viel Erfolg beim Außendienst, beim Vertrieb, was auch immer du machst und viel Spaß bei den weiteren Videos. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, lasst bitte einen Daumen oben, das würde uns hier wirklich sehr freuen insgesamt. Und wenn du selber einen geilen Job suchst in einer florierenden Branche, in einem geilen Team oder selber 1:1 Coaching möchtest, also wirklich jemanden haben möchtest, der dir genau zeigt, worauf es ankommt und mit dir wirklich mal schaut, warum du noch nicht da bist, wo du hin willst, dann melde dich einfach bei uns. Ja? Ansonsten maximale Erfolge und bis bald. Ciao.